Was ich hier habe, ist die Weißlichtleuchte aus dem Multispektral-Kit von Dedolite. Die hat neben der Möglichkeit des stufenlosen Dimmens der Helligkeit die Möglichkeit, die Farbtemperatur einzustellen. Des Weiteren bietet sie zwei Vorklappfilter. Das eine erzeugt ein Licht im 16:9 Format, der andere erzeugt polarisiertes Licht. In der Forensik gibt es einige schwierige Fälle, nenne ich es mal, für die wir polarisiertes Licht benutzen können. Das zeige ich dann später am Asservat. Was wir hier haben, ist so ein bisschen der Albtraum eines jeden Spurensicherers, Spurenkundlers. Wir haben eine schwarze Lederjacke mit Blutantragungen drauf. Grundproblem bei so einer Lederjacke ist zum Beispiel schon die glänzende Oberfläche. Wir haben sehr viel mit Reflexionen zu kämpfen und egal von wo ich beleuchte oder welche Blitz ich verwende, ich werde immer Reflexionen haben. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist natürlich, dass die Blutspuren auf dem schwarzen Leder einen ganz schlechten Kontrast bilden und ich bei Normalbeleuchtung so gut wie kein Blut erkennen kann. In solchen Fällen ist es ratsam, mit polarisiertem Licht zu arbeiten. Eine Möglichkeit, die hier mit den Leuchten ganz einfach realisiert werden kann. Hier den Filter vor und nun haben wir linear polarisiertes Licht produziert. Und nun kommt der eigentliche Trick bei der ganzen Angelegenheit. Wir haben jetzt einen zweiten Polfilter. Auch hier im besten Falle ein Linearpolfilter, den ich jetzt zusätzlich hier ans Objektiv mache. Jetzt habe ich die Möglichkeit, die Reflexionen durch Drehen des Polfilters hier auf dem Asservat zu minimieren und dadurch die Blutspuren kontrastreich und sauber darzustellen, wie Sie jetzt im Folgenden dann sehen werden. Nun klappen wir entsprechend den Polfilter vor und drehen hier so lange am entsprechenden Polfilter, bis die Reflexionen verschwunden sind. Und dann haben wir das fertige Bild, wo die Blutantragungen gut zu sehen sind. Man kann dann auch noch mal näher rangehen. Wir machen noch eine Detailaufnahme. Und jetzt besteht hier zusätzlich die Möglichkeit, über den Wechsel in der Farbtemperatur noch die Blutantragungen farblich optimal herauszuholen. Wie Sie sehen konnten, ist es mit dieser Technik möglich, auf so einem Problemmaterial, nenne ich es jetzt mal, Blutspuren sauber, detailreich und kontrastreich darzustellen. Mit der Möglichkeit, noch ein bisschen die Farbtemperatur zu wählen, ist es möglich, das Bild zu optimieren. Das heißt, die Möglichkeit ist jetzt gegeben, zum einen die Spur gezielt abzunehmen, zum anderen sie morphologisch bezüglich einer Rekonstruktion zu beurteilen. Danke.